Die Zahl der weltweit im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehenden Todesfälle ist am Samstag über die Schwelle von 800.000 gestiegen. Das hat eine auf Behördenangaben beruhende Zählung ergeben. Demnach werden weltweit gut 23 Millionen Infektionen mit dem Virus offiziell vermeldet. 800.000 und 4 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Die am meisten betroffene Region ist Lateinamerika und die Karibik mit mehr als 254.000 Todesfällen. Mehr als die Hälfte aller Todesfälle wird in nur 4 Ländern registriert. In den USA sind bereits mehr als 175.000 Menschen gestorben. In Brasilien 113.000, in Mexiko 59.600 und in Indien 55.800. Die offiziellen Daten bilden vermutlich allerdings nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionszahlen ab, da in vielen Ländern wenig getestet wird.